Das bleibt nicht kleben, Junge. Ja, wahrscheinlich, Junge. Das ist halt unmöglich. Ich sehe gar nicht. Das ist nicht unmöglich. Ja, klar, das ist unmöglich. Hast du dir so einen richtigen Knechtzettel jetzt gegeben? Nein, ich hab. Du hast so richtig Knecht. Ach, richtig kacke ist das, Alter. Echt? Ja, Junge. Echt? Ja, nein, das okay. Krieg nie wieder einen Zap von mir. Moin, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder Clash Royale Action, beziehungsweise ein Video, was ihr letztes Mal schon extrem gefeiert habt, nämlich Wer bin ich? Wir sind hier zu viert, alle Leute von Clash Royale bei SK Gaming. Flobby, Sam, Morten und meine Wenigkeit Big Spin. Und wir werden jetzt das Spiel spielen, was ihr alle kennt. Jeder hat einen Zettel auf der Stirn, er selbst weiß nicht, was draufsteht. Und er muss erraten, was er praktisch ist. Wer am Ende zuerst errät, wer ist, der gewinnt das Ding, der Verlierer ist natürlich der Letzte. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, gerne einen Daumen nach oben lassen und diesen Kanal für weiteren Content abonnieren. Let's go! Kann man mich ingame in Clash Royale sehen? Ja. 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 Ja, oder? Ja, ja, klar. Ja? Okay. Bin ich ein Lebewesen? Ja. Ja. Ja, ja, oder? Bin ich ein Mensch? Ja. 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 Überlegt bei Lebewesen, aber bei Menschen. Ja. Dann bin ich im Shop zu finden? Nein. Sehr selten. Nein, bist du nicht. Ach, ich habe auch einen Zettel. Bin ich in Clash Royale drin? Nein. 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 Okay, schade. Bin ich in Clash Royale drin? Ja. Ja. Bin ich ein HP? Nein. Nein. Bin ich in Clash Royale drin? Ja. Ja. Leider. Bin ich eine reale Person? Nein. Nein. Kann man mich in-game anklicken? Nein, oder? Nein. Doch. Doch, kann man. Doch. Kann man. Ja. Bin ich ein Dexler? Nein! Nein. Okay. Bin ich ein Mensch? Nein. 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 What the fuck? Bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Bin ich ein Content Creator? Ja. Nein. Nein, oder? Nein. Nein. Also eigentlich nein. Nein, 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 nein. Du bist nein. Auf jeden Fall nicht dafür bekannt. Nein, nein, nein. Ja, nein. Okay. Okay. Bin ich eine Karte? Nein. Nein. Bin ich eine Karte? Nein. Okay, kurz, ich bin kein Mensch. Nein. Und ich bin nicht in Clash Royale drin. Nein. Bin ich Time Luck? Nein. Nein. Es ist ja in Clash Royale drin. Also, ich bin kein Content Creator. Ich bin ein Mensch. Hm. Bin ich ein Ex-Spieler in Clash Royale? Nein. Bin ich ein Gegenstand? Nein. Nee. Kann man mich in einem normalen Kampf vorfinden im Game? Ja. Ja. Aber ich bin keine Karte. Bin ich eine Arena? Nein. Bin ich ein Objekt? Ja. Nein. Was hast du auf die Karte geschrieben? Ein Objekt. Was ist für dich denn ein Objekt? Was ist überhaupt für eine Frage? Ja, das ist echt so. Clash Royale-Karte, ist das für dich ein Objekt oder nicht? Willst du, ja, klar, das ist ein Objekt. Ja, dann das weißt du mir jetzt trotzdem, hilft mir nicht. Ich würde nicht, würd nicht sagen, dass es ein Objekt ist, nein. Ja, eher nicht, nein. Was? Nein, okay, ich bin dran. Bin ich ein realer Mensch? Ja. Ja. Spiele ich Clash Royale? Ja. Ja. Bin ich bekannt in der Clash Royale-Szene? Ja. Ja. Habe ich mal Clash Royale gecastet? Nee. Nee. Warum nicht? Also ich bin im Spiel keine reale Person. Ich bin keine Karte, ich check's irgendwie nicht. Ja. Ich bin kein Gegenstand. Bin ich nicht im News-Tab zu finden? What the hell, ja. Also ich bin nicht im News-Tab zu finden. Ja. Die komische Fragestellung hier. Die ganz komische Frage. Hä? Bin ich ein Etwas in Clash Royale? Also keine Person, sondern
Ja. Ja. Bin ich eine Arena? Nein. Nein. Kann man mich auf beiden Hälften der Arena finden? Nein. Oder? Oh, sehr schwierige Frage. Komisch formuliert, schwierig. Das ist echt so. Das kann man nicht genau sagen. Also nein, eigentlich nicht. Nicht. Nein. Nein! Nein. Bin ich eine Institution? Digga, wo sind wir jetzt mittlerweile? Hier sind wir in der Kirche oder ja, was? Doch, ja, ja, würde ich schon sagen. Also in dem Sinne, wie du es verstehst wahrscheinlich, ja. Habe ich irgendetwas in irgendeiner Form mit Menschen zu tun? Ja. Ja, ja. Das hilft dir nicht. Das verwirrt dich nur noch mehr. Bin ich eine Liga? Nein. Nee? Nein. Also ich bin ein Mensch. Ich bin bekannt in der Clash Royale-Szene, ich mache keinen Content, ich habe nie gecastet. Und ich spiele Clash Royale. Spiele ich immer noch Clash Royale gerade? Ja. 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 Habe ich einen Twitter-Account? Ja. 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 Poste ich da regelmäßig? Ja. Ja. Bin ich überdurchschnittlich gut in Clash Royale? Nein, 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 nein. Was davon, wie du es definierst? Also für mich ist überdurchschnittlich gut so Top 1000 Finish. Ja, okay, ja, dann bist du überdurchschnittlich gut. Aber ich bin kein so E-Sportler und ich mache keinen Brain Shawn Cups mit oder so. Ja, also ja, machst du nicht. Ich mache kein Content. Ja, was mache ich dann überhaupt, Junge? bin ich englischsprachig? Also meine Frage wäre jetzt eher, ob ich jetzt auf Twitter auf Englisch poste. Ja, ja, ja. Ja. Okay, habe ich mehr als 20.000 Twitter-Follower? Nein. Okay, was bin ich denn dann? Was bin ich? Bin ich... Ja, das ist echt schön. Bin ich im Shop vorhanden? Nein. Ich glaube, wir haben ein bisschen die Arschkarte irgendwie. Ja, ihr beide habt... Ja, ihr habt die Arschkarte. Und ich komme irgendwie gar nicht drauf. Ihr beide habt... Ich habe eigentlich was Einfaches, glaube ich. Ja. Bin ich in Game, bin ich in einem Spiel zu sehen, egal in welcher Arena ich spiele? Was? Also ist egal, in welcher Arena ich spiele. Ich bin immer in einem Spiel zu sehen. Hm. Nee, was? Das ist eine komisch gestellte Frage. Du stellst eine Frage, also, ganz auf komisch. Auf Arena 1, 2, 3, 4 bin ich immer zu sehen. Nein. Nein, du bist nicht immer zu sehen, nein. Ja, scheiße. Bin ich seit 2016 existent? Nein. Nein, nein. Nein? Nein, nein, auf keinen Fall. Nein. What the fuck? Habe ich jemals gestreamt oder YouTube gemacht, auch wenn es nur ein Video war? Oder gestreamt? Ja. Ja. Ein oder zwei Mal bestimmt. Ja, okay. Ich habe nicht. Ich habe wirklich nicht so viele Follower, ich bin relativ okay in dem Game. Ich bin kein Deutscher. Nein. Habe ich einen Top 200 Finish? Ja. Oder? Ja. Ja, doch, ja, ja, ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Kenne ich ihn persönlich sehr, sehr gut. Also ja. Folge ich ihm auf Twitter. Ich glaube nicht. Was wollen wir das wissen? Ja, wobei vielleicht. Das kann man ja wissen. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Bin ich eine Liste oder sowas? Nein, du bist keine Liste. Gibt es mich nur in speziellen Arenen? Nein. Deine Fragen sind irgendwie nicht zielführend. Deine dreckigen Arena-Fragen machen keinen Sinn. Das ist echt so. Hör mal auf mit den Arena-Fragen. Können wir denen sagen, wie oft? Bin ich... Ich verzweifle schon. Das wirst du halt niemals drauf kommen, so, ne? Habe ich in... spiele ich in Clash Royale Spielen an sich eine gewisse nein, Rolle? Nein, 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 gar nicht. Also, ich... Ich habe fast gar keine Follower. Ich habe einen Top 200 Finish. Mich kennt man aber. Ja. Ja. Bin ich eher so ein Meme? Ja. Oh Mann, ey. Junge, jetzt, egal was ich jetzt sage, dann freut dich irgendwelche Leute. Bin ich beliebt so allgemein in der Community? Nein. Nein. Ja, du bist jetzt nicht unbeliebt, aber du bist jetzt, also man freut sich jetzt auch nicht, wenn man dich sieht. Bin ich ein Lebewesen in Clash Royale. Nein. Ja, wir sind so schlecht. Naja, ich weiß auch nicht. Findet man mich nur in gewissen Spielmodi? Nein. Digga, du bist auf der falschen Route. Alter, mich gibt's nicht im Spiel. Ich hab was mit Menschen zu tun. Naja, dich gibt's schon im Spiel, aber nicht so im Spiel.
Der jetzt kleiner Tipp. Ich kann es im Spiel geben. Ich kann es im Spiel geben, aber dich gibt es nicht dauerhaft im Spiel. Jetzt hilft dir nicht. Bin ich ein Creator-Code? Was? Wie bist du da jetzt? Nee, oder? Wirklich? Ja. Ich hab genau daran gedacht. Nein, du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig. Aber du bist ein Creator-Code. Ich bin jetzt nicht Coach Flobby, oder? Nein, nein. Was? Nee, jetzt müssen wir alle durchgehen, oder was? Bin ich für ein Rotz-Deck bekannt? Ja. Boah, das ist halt jetzt mittlerweile, gibt es viele Leute, die ich da auf meiner Liste habe, ne? Also ich tweete auf Englisch, habe 120.000 Follower, bin ich als Content Creator bekannt, ja. Ich spiele ein richtiges Rotzdeck. Also, wenn wir gegen ihn in dem Stream spielen, regen wir uns dann öfters drüber auf. Ja, ganz toll. Das ist wahrscheinlich so richtig Captain Obvious und ich weiß es einfach nicht, das ist gerade mega kacke. Ja, du wirst genau das wirst du denken, wenn du weißt, was. Bin ich toxic auf Twitter? Ja. Ja. Das war so gut. Ja, aber ich weiß ja, dass ich ein toxischer Typ bin mit einem räudigen Deck und nerv Leute Nether. So, das gibt aber ein paar davon. mach ich Lava First Play? Okay, ich komme irgendwie nicht weiter bei mir so ganz. Was habe ich denn noch nicht gehabt? Bin ich ein Spielmodus? Ja. Ja. Echt? Ja. Ja. Bin ich ein 1v1-Modus? Ja. Ja, oder? Ja. Ja. Genau. Ja, muss ja. Bin ich im Clan-Krieg vorhanden? Sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Nein. Also, das ist ja jetzt aber unfair, oder? Bin ich der Clan-Krieg? Ja. Ja. Echt? Aber nein. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Okay, jetzt bin ich dran, du kannst gleich. Ja, ich habe jetzt 5000 falsche Fragen gestellt. Bin ich nur zu einer bestimmten Zeit im Game zu sehen? Nein. Nein. Okay. Sorge ich für Büchsen-Skelette? Nein. Was? Na gut, okay. Ich mach keine, also ich bin nicht Rakan Lava zum Beispiel. Das ist mir schon mal wichtig. Habe ich Tornado in meinem Deck? Nein. Nein. Was? Nicht Octopus oder Mohamed Pasa? Oh, ich war mir so sicher, dass einer von den beiden es ist. Irgendwas mit Clan-Krieg bin ich. Ich kenne mich halt null im Clan-Krieg aus, ist das Blöde. Und wir haben doch gesagt, weil bist du der Clan-Krieger? Jetzt musst du nur kurz um die Ecke denken. Dein Gesicht ist mir blöd. Ich hätte irgendwas mit Clan-Kriegen zu tun. Ja. Da fehlt noch was. Bin ich. Nein. Dieser Kleinkriegskarte zu sehen. Nein, bist du nicht. Du bist der Kleinkrieg. Okay, Wenn ich du wäre, würde ich es auch nicht checken. Du wäre ich sauer. Muss man. Bin ich dumm oder stelle ich die falsche Frage? Beides. Ja. Du bist dumm und deswegen stellst du falsche Fragen. Nicht auf einem Turm? Junge! Nur mit einem Turm-Arena und irgendwie Seiten. Ja, was ist denn im Game, was ein Mensch ist, was nicht ein Prinzess, ein König ist oder ein Kobold, der da längst läuft? Da will ich Kormorden. Nee, bist du was? Leider. Was? Nein, bist du leider auch nicht. Nein, bist du nicht. Junge, ich bin irgendein räudiger Spieler mit irgendeinem räudigen Deck, der toxic ist und irgendwie. Keiner mag ihn oder anscheinend so. Ach, Junge, das ist halt schwierig. Oh. Snipe ich öfters andere Streamer? Nee. Nicht dafür bekannt. Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, du solltest mehr Deckfragen stellen. Ich bin irgendwas mit Clan-Krieg. Ja. Du bist eigentlich der Clan-Krieg. Du bist Clan-Krieg. Aber was genau bist du? das können wir jetzt hier nicht sagen. Bin ich der Clan-Kriegszyklus? Nein! Nein, du bist nicht der Clan-Kriegszyklus. Ja. Okay. Keine Ahnung, was ist denn bitte menschlich, was auf dem Feld ist, was nicht ein König ist, eine Prinzessin? Auf dem Feld? Kobold? Wieso auf dem Feld? Kommst du darauf? Der Blick. Ja, wenn man mich ja in einem Spiel findet. Ja. In einem normalen 1v1. Ja. Ja, dann bin ich ja auf dem Spielfeld. Nee. Hä? Was? Girl. Welcher Mensch ist denn nicht auf dem Spielfeld?
Was? Ach so. Nee. Nee, hä? Vielleicht ein jemand, der an dem Sp- also einer von den Menschen, die das 1v1 machen? Oha! Ja! Ja. Ist die Lösung? Nein. Okay, Wix ist dran. Okay. Ich bin ein Creator Code. Mhm. Es gibt halt ein paar Creator Codes. Kann man mich aktuell noch eintragen? Ja. Also es gibt verschiedene Optionen. Bin ich ein deutschsprachiger Creator Code? Ja. Ja. Da, Digga, es ist halt wirklich nicht mehr schwierig so. Jetzt gibt es auch zwei Leute. Ja. Okay, jetzt darf ich nicht verkacken. Bin ich. Na, es gibt viele noch. Wie viele noch? Man kann ja auch noch zum Beispiel Brawlstars. Die gibt's nicht mehr. Scheiße, jetzt. Brawlstars und so kannst du auch alle reinnehmen. Ja, okay, aber ich bin ich Code Jonas? Nein! Was? Weil so das obvious. Kann nicht sein, oh mein Gott. Ach Junge, okay. Ich muss dieses Spiel doch gewinnen. Also mein Deck ist relativ räudig. Ja. Bin ich X-Bogen? Nein. Ich bin der Clankrieg, aber da fehlt was, ja? Schwer zu erklären, wenn man es dir nicht sagen kann. Ich bin das Clankriegswappen. Nein. Okay, wir geben den Tipp, du bist ein Clash Royale Spieler. Ja, der Tipp. Bin ein Clash Royale Spieler. Ja. Ja. Aber es ist nicht, du bist eine reale Person. Du bist eine reale Person, die Clash Royale spielt. Und viele, jeder kennt ihn. Ganz richtig. Ich bin eine reale Person. Du bist ein ganz normaler Clash Royale Spieler und viele Leute kennen dich. Hey, ich dachte, man findet mich in-game. Ja, finde ja, ich auch, wenn du, ich wenn du ein Game hast. Ich habe einen Game-Namen. Ach, ich bin auch ein Spieler. Bin ich ein räudiges Deck? Ja. Bin ich Moment Faser? Nein! Okay, Big Spin Tipp. Driving! Ja. Ja, let's go. Ja, okay, jetzt brauche ich einen Tipp. GG Bros gerne Leute auf Twitter. Du schreibst auch sehr gerne sehr gebrochenes Englisch auf Twitter und das ist sehr lustig. Ja, bin ich Final Final Four? Ja! Das war nicht meine Schuld. Ich hätte das schon viel früher gewusst, ne? Aber, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt so dumm, ne? Du hast es. Also wir haben es eigentlich. Du hast die Frage eigentlich schon richtig beantwortet. Es fehlt nur eine Ziffer. Dumm. Clanking 2. Ja! Okay, Flori. Ich habe ein bisschen spät gerafft, dass ich ein Spieler bin. Okay, du spielst ein räudiges Deck, es gibt doch nicht mehr so viele so. Spiele ich Lava-Hund? Nein. Ich bin der Letzte. Spiele ich Packer? Nein. Habe ich einen Top-Zorner-Finish? Ja. Ja. Bin ich noch aktiv? Ja. Ja, leider. Bin ich Anaban? Nein. Nein. Der spielt doch Packer. Ja, cool. Spiele ich... Graveyard? Nein. Spiel ich Golem? Nein. Cycledex? Nein. Hä, hey, was spiele ich denn da? Überleg doch mal. Nein. Überleg doch mal, es gibt so 3-4 richtig räudige Spieler in der da. Denke ich an Final Final Form, wo mit Parser. Ja. Ja. Du bist Final Final Form. Anaban vielleicht, aber ich nicht so richtig. Hallo, du bist Final Final Form. Was? Du bist Final Final Form. Ich bin auch Final Final Form. Deswegen gerade, warum ich es nicht gecheckt habe. Ich hätte es viel früher gewusst, hätte ich gewusst, dass ich auch Final Fantasy kommen würde. Das war so geil. Morten fragt die perfekten Fragen und du sitzt da. Bin ich eine Arena? Ich dachte, ich bin. Ja, irgendwie war ich besser als du. Ich dachte nicht, dass ich ein Spieler bin. Ich dachte, ich bin. Wenn ich, als ich meinte, ich bin in einem Game zu finden, dachte ich. Ja. Ja, ich bin der Sieger, war sehr geil, hat mir sehr Spaß gemacht, war besonders lustig zu sehen, wie Flori und Morten sich hier mit beide Final Final Form, an der Stelle geht nochmal Danke raus an Sam, sehr gute Wahl, hier gebettelt haben. Sehr cool, gerne wieder. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo auf diesem SK Gaming Kanal statt. Da finden nämlich jetzt in Zukunft weitere Videos statt. Danke fürs Zuschauen, haut rein, bis dann.